Recht herzlich willkommen zur 8. Folge von This War of Mine. So, dann wollen wir mal schauen. Tag 8. Und da kommt sie nach Hause. Und danken wir uns. Wir wurden ausgeplündert. Zweimal Essen, zweimal Wasser haben sie gestohlen. Das ist schlecht. Leute als Wache müssen wir aufstellen. Keiner wurde verletzt, das ist gut. Gut, okay, schauen wir mal rein. Katja ist jetzt wieder da. Katja ist sehr hungrig. Es gibt noch einmal Essen, dann geht Katja erstmal essen. Und was denkt er denn hier erstmal? Nahrung ist mir das Wichtigste, wir müssen durchhalten. Gut, das ist klar, was er sagt. Da bin ich auch ganz bei Bruno. Bruno ist nur hungrig. Nee, Bruno läuft da schon hin, sonst shit, wer ist das denn? Marin. Ach, Marin und Bruno könnten Brüder sein, wa? Die sehen ja fast gleich aus. Okay. Bruno denkt auch noch was. Wir können über die Moralität von Schimmels reden, wenn wir diese Hölle überstanden haben, genau. So sehe ich das auch. So, Bruno soll dahin. Nee, Bruno geht dann Essen machen. Der ist ja jetzt schon soweit. So, uns fehlt Holz. Beziehungsweise Feuer machen müssen wir. Ich nehm's, es ist egal. So, Katja hat gegessen, hat aber immer noch Hunger, ist traurig und müde. Pavel ist sehr hungrig, traurig und müde. Und was denkt Pavel? Katja hat es für uns getan, wir sollten ihr dankbar sein, genau so ist es. Bruno, bitte Essen kochen. Herstellen. Gut, dann ist Bruno erstmal hungrig und isst erstmal. Marin ist auch hungrig, aber hier, Pavel war doppelt so hungrig, der kriegt auf jeden Fall das nächste. Er ist der Handwerker, hier unten muss noch was gebastelt werden, sehe ich gerade, dann mach das erstmal. Tanja ist müde. Tanja sollte dann vielleicht als erstes schlafen. Bruno macht gleich noch Essen. Maran ist hungrig. Pavel ist auch traurig, hungrig und müde. Dann geht er auch nach Schlafen. Und Bruno ist der gute Koch, aber jetzt müssen wir sogar dann tatsächlich nochmal hier zweimal machen. Das war Holz, ich kann es auch nicht ändern dann, ne? Ach, wir haben kein Gemüse mehr, deswegen kriegen wir das Essen auch nicht so dolle hin, kann das sein? So, das können wir jetzt upgraden. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Pavel geht jetzt, glaube ich, schlafen. Katja ist am Schlafen. Und Bruno hat wahrscheinlich Langeweile. Wir haben nur eine Falle, das ist nicht toll. Wie schaut's mit Essen machen aus? Können wir jetzt nur noch einmal das machen? Zweimal Essen machen. Ja, können wir jetzt auch nicht ändern, aber wir müssen was zu essen haben. So. Marvin guckt jetzt sich das hier an und sieht dann, dass er nichts machen kann. Es reicht überall nicht für. Es fehlt selbst an Holz, um dieses Loch zuzumachen. Wir hätten eine UV-Lampe, können wir herstellen. Schießbohr mit den Leuten herstellen. Na, dann brauchen wir keine Lampe, um Pflanzen anzubauen. Das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir den schon, ne? Ich hoffe nicht, dass wir ihn schon gebaut haben. Nein, sieht nicht so aus.
Wir haben nur noch viermal Wasser, das heißt auch. Ja, lass uns das. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben bitten können. Krank oder verletzt, wir haben nur zu Hause. Wir haben kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an Büchern, ein gutes Buch, und mehr, hier zu bleiben ist besser als in der Fülle. Ja. Wir müssen noch mehr stopfen, genau so ist es. So, Bruno macht den Wasserfilter rein. Ja, wir müssen noch weiter ausbauen. So. Herstellen. Und da können wir nichts machen, ne? Nein, hatten wir ja schon geguckt, höchstens das. Dann gucken wir mal, was wir an der Werkbank noch leisten könnten, aber da können wir, glaube ich, genauso wenig machen. So sieht's aus. Die Werkbank upgraden kostet uns 12 Holz und ordentlich Teile, die wir auch alle nicht haben. Super. So. Bruno geht auf dem Stuhl sitzen und Marin geht erst noch was essen. Ja. Das war's dann hier auch, ne? Mehr können wir jetzt zurzeit nicht machen. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir noch Löcher stopfen. Ah, hier, das wird wahrscheinlich noch zu stopfen sein. So, Marin ist der Handwerker, der ist jetzt fertig. So, wie ist mit Katja? Die ist noch müde und traurig. Die muss auf jeden Fall gleich noch essen. Und Katja ist ausgeschlafen. Das heißt, sie geht auf jeden Fall jetzt essen. Und wir haben hier Pavel, der hungrig und müde ist. Aber wir können jetzt nicht an die gleiche Stelle gehen, weil ich glaube, da gab es kein Gemüse oder sowas. Wir brauchen unbedingt Gemüse. Ja. So, die anderen sind auch klar, Schiff. Katja ist jetzt nur noch traurig. Ja, ich denke mal, dann sollten wir uns für die Nacht vorbereiten, oder? Hier können wir sowieso nichts mehr machen, denke ich. Das Wasser läuft. In der Falle ist nichts drin. Wir können das Fahrrad noch verkaufen hier, ne? Aber das geht ja nicht zu verkaufen. So. Ja, 7.40 Uhr. Haben wir noch was zu gucken? Nicht wirklich, ne? Zwei Filter haben wir noch. Hier nur einen, da sieben. Ja, wir brauchen das alles. Tja. So, jetzt ist gleich 18 Uhr, 7.50 Uhr. Ne, 18 Uhr ist gar nicht, 20 Uhr ist das dann. So, Katja geht auf jeden Fall plündern. Im Bett schlafen. Wir stellen zwei Wachen auf. Bruno. Und Pavel. Marin schläft. Ja, denke ich mal. So, und dann müssen wir noch überlegen, wo Katja hingeht. Baufälliges besetztes Haus, Kirche der kleinen Maria, Autowerkstatt war klar, bombardiertes Haus, wie sieht's da aus? Das ist 64%, aber das waren wir schon. Eine große Menge Lebensmittel im Doppelhaus. Ach so, erst ist das bewohnte Haus und dann das nicht bewohnte. Wir müssten also da durch. Was ist am Supermarkt? Ja, ich glaube, da gehen wir zum Supermarkt, oder? Da sollten wir Lebensmittel kriegen, vor allem vielleicht Gemüse. Gut, dann würde ich sagen, geht's los. Was sollten wir da mitnehmen? Die Schaufel, Dietrich, Brecheisen, Säge. Ich denke, die Brechstange nehmen wir mit. Den Dietrich lassen wir hier. Und eine Schaufel.
Können nochmal zurück gerade und nochmal lesen. Steht nichts davon, dass da groß was passiert ist. Eigentlich müsste der Supermarkt noch intakt und leer sein. Ja. Dann nehmen wir nur das mit. Plündern. Ja, auf geht's. So, da. Wie viel noch an Vorräten übrig ist? Okay, es ist schon was eingestürzt, ne? Okay, das nehmen wir erstmal alles. Notfalls lassen wir es drinne liegen. Da oben, kommen wir da hin? Ne, da müssen wir erst in den Laden rein. Okay, gucken wir mal. Hier ist wohl niemand. Oh, da ist was zu hören. Dann nehmen wir erstmal alles. Dann gucken wir mal weiter. Sie sucht nur noch etwas Essen. Für einen Gefallen geben. Was ist denn das für einer? Komm mit mir, Schätzchen, wir werden zu Abendessen etwas Spaß haben. Was machen wir da, hm? Ich glaube, wir nehmen die Brechstange mal in die Hand. Komm, mach sie nieder. Oh, Glück gehabt, aber was sollten wir tun? Das war doch der einzige Weg, oder? Puh. Was haben wir denn hier? Und sie ist natürlich jetzt stark verletzt, aber das konnten wir nicht einfach laufen lassen, oder? Ich denke, das war schon richtig, was wir da getan haben. Eine Waffe haben wir. Der hat eine MG und wir haben so einen Knüppel gehabt und damit ging das. Cool, oder? So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir weiter vorgehen hier. Ich will nicht hoffen, dass da noch mehr Leute sind, aber bis jetzt war das ja ganz easy, oder? Fleisch können wir nicht mitnehmen. Was lassen wir hier? Den Kaffee lassen wir hier. Die Patronenhülsen lassen wir hier. Den Zucker lassen wir hier, Wasser nehmen wir mit. Den Rest nehmen wir erstmal alles mit, denke ich. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir auf jeden Fall, den Zucker brauchen wir nicht. Ah, das Holz nehmen wir schon mal mit. Was hat man jetzt die... Ah, das war noch ein Holz. Ich glaube, das lassen wir erstmal noch liegen. Wir brauchen Holz. Das lassen wir auch hier. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, die MG und... Ist es eine MG, ein Sturmgewehr ist es. Na, Holz brauchen wir. Ja, wir lassen das, was wir jetzt erstmal da haben, lassen wir erstmal und suchen noch ein bisschen weiter, oder? Da muss man freischaufeln, da ist noch was zu holen. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin, um die Sache etwas zu beobachten, was da passiert. Hier ist aber nichts passiert, dann können wir da gerade weiter hingehen, denke ich. Ist nichts zu sehen. Untersuchen wir diesen Einkaufswagen noch. Das Fleisch nehmen wir mit. Ah, die elektronischen Bauteile und die nehmen wir auch mit. Das geht ja nicht, okay. Wir brauchen aber Gemüse, das wäre viel wichtiger. Gehen wir mal weiter nach da. Ist natürlich schwer verletzt, ne? Wir bräuchten Verbände zum Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, ob wir welche noch haben. Ich glaube nicht, ne? So, hier können wir nichts mehr mitnehmen. Dann verlassen wir das erstmal hier, gehen nach da oben hin.
Frage, ob wir hier was Passendes noch finden, ne? Unten ist auch noch eine Etage. Zeit läuft natürlich. Ja, hier sind noch ganz viele Sachen. Da rechts ist auch noch was. Da können wir nichts von mitnehmen. Verlassen. Nächsten Einkaufswagen. Also ein Verband wäre super wichtig. Das war ja ziemlich mutig von ihr, ne? Da einfach so drauf zu gehen. Guck mal, was hier ist. Da gibt's auf jeden Fall was zu essen. So, das können wir nicht mitnehmen. Das ist aber nicht schlimm. So, jetzt noch ein Verband und wir sind glücklich, oder? Haben wir aber nicht. Mehr geht nicht. Da waren wir eben reingekommen. Ich glaube nicht, dass da was ist. Kriegen wir die Tür auf? Ja. Da war doch draußen was, ne? Oh, guck mal, hier ist auch noch was und da oben ist auch noch was. Aber hier war doch auch noch was, oder? Das Wasser geht noch, okay. Da kommen wir irgendwie nicht hin, oder was? Ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Auch schön. Hier lang? Gehen wir hier lang. Ach, da ist eine Leiter. Kann die denn laufen? Ja, geht auch. Ist bestimmt nicht so gut, aber was sollen wir machen? Dann gehen wir erstmal gucken. Was steht da an der Wand? Auf einem verblassten Flug mit drunter Kreuzung steht, verhalten Sie sich fern von nicht darf man außer nicht, wenn man diese können mit Sprengfallen versehen sein, falls sie nichts anderes, kennen Sie keine schweren oder tödlichen Verletzungen in der nächsten Militärpreußen. Okay, alles klar. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich, oder? Da ist noch mal was. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir hier keine Dingens finden werden. Keine Bandage, oder? Und hier geht auch nichts mehr. War da nicht gerade so eine Hand? Ach so. Plündern müssen wir machen, damit wir die sehen. Gut, das funktioniert auch nicht. Weiter geht's. Komm, noch ein Verband brauchen wir. Ja, ich weiß, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Das Wasser ging zum Glück noch. Was lassen wir hier? Für die Dose essen? Nein. Die Sonne geht auf, ich muss los. Ja, das suchst du jetzt nur durch. Shit, da ist aber auch nichts dran. Und zum Ausgang. Gut, dann würde ich sagen, soll es aber auch für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.